Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich Ihnen ein Thema näher bringen, das aus meiner Sicht ein Versicherungsrisiko oder Lebensrisiko ist, das man auch vernachlässigen kann, das nicht zwingend Versicherungsschutz benötigt. Es gehört in die Kategorie Krankenzusatzversicherung und dadurch, dass immer mehr Leute immer älter werden, und die Medizin immer weiter fortschreitet, gibt es immer mehr Nachfragen, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, weil zum Beispiel ein Implantat heutzutage so ungefähr in Deutschland 2000 Euro kostet und die gesetzliche Kasse fast nichts davon übernimmt. Und ich bin sehr überrascht, nachdem ich in den letzten Wochen sehr viel darüber recherchiert habe, weil ich einige Anfragen hatte von Menschen, die schon relativ alt sind, von jungen Menschen, die eigentlich keine Probleme mit Zähnen haben, und habe mich mit Tarifen auseinandergesetzt, die zurzeit sehr aktuell in der Werbung sind und von den Gesellschaften promotet werden, marketingtechnisch aufbereitet sind. Und dort wird uns, nicht nur uns als Vermittler, sondern auch Ihnen als Verbraucher, aus meiner Sicht etwas vorgegaukelt, etwas versprochen, in Anführungsstrichen, das zum Schluss dann leider Gottes nicht so eingehalten wird, weil es schwer verständlich dargestellt ist. Ich spreche von Zahnzusatztarifen, die sagen, bei uns können Sie sich sofort versichern, sogar während Sie schon in der Behandlung sind, können Sie sich bei uns versichern. Und wenn ich das so lese, Vertragsabschluss auch während laufender Behandlung möglich, dann verstehe ich das als Kunde und auch als Vermittler so, dass eine bereits begonnene Behandlung, in der ich zum Beispiel eine neue Krone brauche, versichert werden kann, obwohl mit der Behandlung schon begonnen wurde. Und leider Gottes ist es nicht so. Dieser Satz, Sie können einen Abschluss auch während einer laufenden Behandlung durchführen. Wenn Sie diesen Satz lesen, bedeutet das nur, dass Sie tatsächlich einen Abschluss während einer laufenden Behandlung tätigen können. Aber das bedeutet nicht, dass die laufende Behandlung in den Versicherungsschutz eingeschlossen ist. Das ist auch eigentlich was Logisches, weil wenn ich heute beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitze, der mir einen Zahn reißt und dann gleichzeitig sagt, Mensch, da müssen wir dann eine Brücke bauen oder ein Implantat einsetzen, dann muss mir eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand klar sein, dass diese Behandlung keine Versicherung übernehmen wird. Es gibt zwar eine einzige Versicherung, Gesellschaft, die das theoretisch auch macht, aber das, was die Gesellschaft zahlt, ist ein Mini-Betrag, ich glaube von 250 Euro von dem Gesamten. Und darauf kann man auch gut verzichten, wenn dann die Versicherung im Monat 15 bis 20 Euro kostet, weil dann haben Sie nach einem Jahr mehr ausgegeben, als Sie bekommen haben. Und Risiko Einschätzung ist immer wichtig, vorher eine Kalkulation zu treffen und zu sagen, das, was ich ausgebe, kommt es jemals wieder herein? Und wie schon gesagt, das Risiko der Zahnzusatzversicherung ist aus meiner Sicht kein existenzzerstörendes Risiko. Man kann das gerne versichern, wenn man noch Geld übrig hat und alle wirklich, wirklich echten Risiken schon für sich abgeschlossen, erledigt und für nötig oder nicht nötig befunden hat. Und was ich dabei eigentlich bemängle, ist Folgendes: Wenn der Kunde diesen Tarif abschließt, und viele Kunden schließen das auch online ab, weil man kann die Tarife auch online abschließen, weil es gibt auch keine Gesundheitsfragen. Wenn der Kunde diesen Tarif abschließt und viele Kunden schließen das auch online ab, weil man kann die Tarife auch online abschließen, weil es gibt auch keine Gesundheitsfragen bei vielen solcher Tarife. Und der Kunde dann nach einem Jahr die Rechnung einreicht und die Gesellschaft sagt, es tut uns leid, wir haben das geprüft und die Behandlung hatte schon begonnen
Oder Ihr Zahnarzt hatte Ihnen ja schon vor einem halben Jahr gesagt, dass Sie da einen Ersatz oder ein Implantat oder eine Brücke brauchen oder eine Krone. Deswegen können wir diese Behandlung nicht übernehmen. Dann tritt genau das ein, was die Branche, was uns und den Versicherungsunternehmen, aber vor allem uns als Vermittler das Leben schwer macht, nämlich dass das Vertrauen, das der Kunde vielleicht langsam irgendwoher gewonnen hatte, verliert oder das Vertrauen, das schon auf dem Tiefpunkt ist, nochmal tiefer geht, weil dieser Satz, diese Aussage im Prospekt oder in den Bedingungen sogar, also sagen wir mal nicht in den Bedingungen, aber in den Werbeaussagen der Tarife, einfach schlichtweg aus meiner Sicht ein Schwindel ist. Es ist einfach gelogen. Man müsste dem Kunden deutlich aufzeigen, wenn eine Behandlung begonnen hat oder der Arzt sie darauf hinweist, etwas reparieren zu lassen und das in den Akten vermerkt ist, dann ist ein Versicherungsschutz für diese notwendige oder geplante Behandlung nicht mehr möglich. Und das, was aber erreicht wird mit solchen Aussagen, ist eben, dass die Versicherungsvermittler, auch Gesellschaften, immer noch weiter im Vertrauen abrutschen. Der Beruf des Versicherungsvermittlers ist leider Gottes ganz weit unten an der Kette von angesehenen Berufen sogar etwas hinter oder gleichgestellt mit dem Gebrauchtwagenhändler um die Ecke. Und ich möchte ganz gerne erreichen für meine Kunden, dass dieses Vertrauen nicht noch mehr benutzt wird, um unseren Berufsstand noch schlechter zu machen. Und deswegen bitte ich alle Gesellschaften, alle Vermittler, dass sie sich damit auseinandersetzen und auch den Gesellschaften diese Informationen geben, wenn sie damit nicht einverstanden sind, was man den Kunden verspricht. Weil am Ende ist es den Gesellschaften, die groß genug sind, um ein oder zwei Kunden zu verlieren oder 100 Kunden zu verlieren, egal wie der Kunde denkt. Der Vermittler, der freie Berater, der Makler ist der Leidtragende, weil der den Kunden vielleicht verliert, weil der Kunde etwas glaubt, wo auch der Vermittler nicht erkannt hat, dass es so nicht funktioniert. Für alle weiteren Fragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Meine Daten finden Sie auf meiner Homepage und am Ende des Films, des Abspanns. Und mit dieser Information hoffe ich, dass ich Ihnen und auch anderen im Bekanntenkreis helfen konnte, nicht in diese Falle reinzufallen, nämlich einer Werbeaussage zu vertrauen, die eigentlich keine Handhabe hat, wenn es um die Versicherungsbedingungen und um die Leistung des Vertrages geht. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie mich weiter. Vielleicht abonnieren Sie meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Echtler.